So, Leute, willkommen zurück zum RPG Maker VX Ace Tutorial. Nun ja, wir haben ja beim letzten Part ja die Variablen gehabt und die Self-Switches. Damit haben wir ja diese Quest errichtet. Und dafür haben wir auch Self-Switches gebraucht und Variablen, damit die überhaupt funktionierte auch richtig. Und diesmal, oder überhaupt in den nächsten Parts, geht es um die Database, die ich ja gerade schon offen hatte. Wo ich auch sagte, dass wir nun diese in Angriff nehmen. Und da fangen wir einfach von links nach rechts am besten an. Und zwar bei den Actors. Die sind ja das Wichtigste im Spiel. Man muss ja überhaupt eine Figur haben, die man ja spielt. In den meisten Fällen zumindest. Ja, doch eigentlich schon in allen Fällen. Und genau, da gucken wir einfach mal, was dieses Fenster hier so auf sich hat. Hier hat man immer die Actors, die man überhaupt hier hat, die kann man mehrere auswählen, die sind schon vorgegeben. Ja, zum Beispiel hier den Eric hat man, da kann man hier mal den Namen eingeben. Dann gibt es noch eine Art Nickname, das ist so, da kann man alles Mögliche nehmen, so Beruf oder was, das ist so da wirklich einfach nur, was er, ist aber so ein Titel, den der vielleicht hat. Einfach nur so eine Art Spitzname, wie der vielleicht auch bezeichnet wird. Oder was er kann, da kann man einfach alles Mögliche nehmen. Das wird dann im Menü dann auch angezeigt. Dann die Klasse. Obwohl das, ja, das ist eigentlich auch so, kann man auch mit damit sagen, was er ist. Das ist so eine Art Kampfklasse, sag ich mal. Zum Beispiel hier gibt es ja Soldat oder Paladin. Ich glaube Zauberkämpfer, sowas glaube ich. Samurai oder Priester, Weise, Hexe, sowas. Und diese Klassen sind auch wichtig, weil die Klasse, die man für den auswählt, davon hängen auch die Attacken ab, die er lernen kann. Oder was für spezielle Eigenschaften hat er dann einen bestimmten Typ haben soll. Oder wenn er nur bestimmte Waffen ertragen können soll. Dann dafür sind nämlich die Klassen zuständig. Kommen wir aber gleich zu. Dann gibt es auch das Startlevel. Das kann man natürlich auf Level 1 machen. Obwohl es auch viele Situationen gibt, wo es schlau ist, das Startlevel etwas höher zu schrauben. Ich sag mal zum Beispiel, man trifft in der Mitte der Story einen neuen Protagonisten, der ihn dann begleitet. Und wenn der noch Level 1 ist, ist das ja ein bisschen wenig. Da kann man ja schon auf Level 20 dann zum Beispiel machen. Oder 30, je nachdem, wie weit man dann ist. Und das Maximallevel versteht sich auch. Level 99 ist das Maximum. Und man kann aber auch weniger machen. Zum Beispiel kommt ja auf das Spiel an, wenn man nicht will, dass die Spielfigur zu overpowered wird am Ende, jetzt durch Leveln und sowas, dann kann man zum Beispiel das auf Level 50 setzen. Dann kann er nicht höher, das ist Level 50 für ihn Schluss, dann kann er keine weiteren Level mehr steigen. Moment mal. Ich wundere mich gerade. Ich wollte schon sagen, der 99 ist so das Maximum. Mit einem Skript kann man natürlich noch mehr erreichen. Aber das ist standardmäßig Level 99. Das ist eine Art Beschreibung, wie man sieht. Die kann man auch im Menü sehen. Einfach nur, ja, was er darstellen soll. So kann man machen, muss man nicht. Einfach nur so kann man so einen kleinen Text schreiben. Passt aber auch nicht viel rein, nur die zwei Zeilen leider. Und genau, und hier haben wir die Grafiken, wie er überhaupt aussehen soll. Hier noch einfach einen Doppelklick drauf machen, dann hat man hier das Menü. Da kann man hier seine Grafiken auswählen. Man kann auch jetzt zum Beispiel hier den Hund, könnte man jetzt auch nehmen. Und ja, dann halt mit dieser Grafik läuft man dann rum. Und irgendwie ist ein bisschen Lärm draußen. Ich hoffe, man hört das nicht. Und das ist das gleiche, nur die Face-Grafik wieder stand. Das heißt nur für das Gesicht, das es haben soll. Das sollte natürlich auch mit dem Char-Set übereinstimmen, das man sich auswählt. So, okay. Ich dachte, meine Maus hing gerade ein bisschen. So. War auch ein bisschen dreckig auf dem Mauspad. Also das sollte natürlich auch übereinstimmen mit dem Char-Set. Sonst ist es ja ein bisschen doof aussehen. Dann hat man noch die Ausrüstung. Die kann man dem ja auch standardmäßig so geben. Das ist auch in vielen RPGs, dass die dann mit gar nichts anfangen. Aber man kann jetzt hier, wie in dem Fall, kann man denen schon Standardausrüstung geben. Also wenn man das Spiel anfängt, dann trägt er diese Sachen schon direkt am Anfang. Kann man natürlich auch ausschalten, dann stellt man einfach auf Known ein. Und genau, dann kann man hier mal auswählen. Da kann man dem also praktisch sagen, was er von Anfang an tragen soll. Deswegen auch Starting Equipment. Hier die Notes, die sind wie gesagt nur für Notizen. Wer sie braucht, kann sie natürlich benutzen. Und das ist auch noch sehr interessant. Da werde ich jetzt aber auch nicht alles erklären, auch nicht erklären können. Weil da ein paar Sachen muss ich mir auch so zwischendurch nochmal durchlesen. Ich kann nämlich auch nochmal drauf mit einem Doppelklick. Und hier kann man nämlich Features einbauen. Und da gibt es jede Menge.
Ihr Element Rate, das ist dann welche, ich sag mal, welchen Typ er hat, dann die maximalen KP und sowas, die Buff. Das muss ich auch mal kurz gucken, was das genau eigentlich ist. Ach so, das ist genau, wenn man einen Skill einsetzt, zum Beispiel, wenn der Schaden macht, so wie das wahrscheinlich, dass er auch trifft oder wie viel er abziehen. Da kann man noch eine bestimmte Resistenz einbauen. Zum Beispiel, ja, State Resist Death, das ist zum Beispiel, aber wenn das auf 100% gestellt ist, dann kann der zum Beispiel nicht sterben. Dann. Ach nee, Moment, nee, ich habe mich vertan. Nee, wenn das hier eingestellt ist, dann stirbt er sofort, weil es ja State Rate. Das heißt, er hat den Status. Sorry, ich habe mich gerade vertan. Ich wundere mich gerade, hier sind ja deutsche Begriffe drin. Cool. Ich habe das nicht umgeändert. Genau das meine ich jetzt zum Beispiel. Der ist dann immer von Anfang an paralysiert und das dann halt die Wahrscheinlichkeit, wie das hier ist. Zum Beispiel dann, wenn es hier 100% ist, dann würde der dauerhaft paralysiert sein. Und genau, ich habe jetzt hier State Resist. Hier ist dann zum Beispiel gegen Tod Resistenz oder gegen Vergiftung, sowas. Genau, aber hier werde ich jetzt aber auch nicht auf alles eingehen, weil das werden wir wohl auch beim Aktor nicht benutzen. Das werden wir vielleicht bei bestimmten Gegnern benutzen oder wenn wir eine Klasse erstellen, was wir auch jetzt gleich machen. Da werden wir das vielleicht gebrauchen, aber hier brauchen wir es echt nicht oder hier Add Skill Type. Das, ja, das macht man eigentlich bei den Klassen, das macht man hier eigentlich auch nicht rein. Oder auch hier das Equipment, das kann man hier auch auswählen. Also da muss ich auch echt sagen, ich weiß gar nicht, warum man hier überhaupt die Möglichkeit hat, das hier reinzubauen. Also, ja, weil man das eigentlich alles an den Klassen machen kann. Hier ist zum Beispiel Action Times, das kann sogar bestimmen, wie oft der Spieler angreifen kann, die Spielfigur meine ich. Der Spieler seid ja ihr. Oder beziehungsweise der Spielehersteller. Und damit kann man sogar einstellen, wie oft er angreifen kann. Das ist, ich glaube, das ist noch Auto-Battle. Ich glaube, dann ist das, wenn der nicht. Ich glaube, dann greift er dann so per KI einfach an, so oder nach Zufallsprinzip. Und dann Party-Ability. Ich glaube, das sind dann einfach bestimmte Moves, die dann vielleicht dann die ganzen, das dann alle haben. Also die Party ist immer ja die Gruppe, mit der man rumläuft, mit der man am Kämpfen ist. Also das kann sich schon mal merken, das ist wichtig wichtig sich zu merken. Die Party ist halt ja, die Kampfgruppe, allgemein die Gruppe überhaupt, mit der man kämpft. Oder auch die Protagonisten, allgemein all das, was man gerade im Team hat, was gerade am Kämpfen ist. Okay, da würde ich mal sagen, dann erstellen wir mal einen neuen Helden. Da erhöhe ich mal Maximum um 1, dass wir jetzt hier auf 11 kommen. Und ja, wie nennen wir den? Weil mir jetzt gerade kein besonderer Name einfällt, ich nehme jetzt einfach mal den Protagonisten aus meinem eigenen Spiel. Gray heißt er nämlich. Und den Nicknamen lasse ich erstmal aus. Denn wenn man keinen Nicknamen reinmacht, dann wird auch keiner angezeigt und der soll jetzt erstmal keinen haben, weil ich das mit den Nicknamen auch ein bisschen dumm finde. Also ich weiß nicht, was man damit anfangen soll, muss ich jetzt auch mal sagen. Okay, Klasse, können wir jetzt einfach mal Soldier lassen, das soll natürlich Level 1 sein. Eine Beschreibung, ja. Ich nehme jetzt mal was ganz Typisches. Ein Held, der. Ein. Ach. Mensch, der eines Tages die Welt retten wird. Das ist natürlich ein ganz dummes Beispiel. So ist diese Figur auch nicht wirklich aufgebaut. Vor allem soll man ja noch nicht wissen, dass er sich retten wird. Kann ja auch irgendwas passieren, dass er das nicht schafft oder so. Ich glaube, es gibt auch viele Spiele, da verliert dann sogar der Protagonist am Ende und dann kommt ein zweiter Teil, wo dann der Feind dann auf einmal gestoppt wird erst. Sieht man auch oft bei Spielereien. Aber es ist ja nur ein Beispiel. Ihr würdet natürlich bessere Texte finden. Mir fällt nur gerade spontan nicht viel ein. Und genau dann Grafik. Ich nehme jetzt mal die hier. Das ist übrigens auch Standardgrafik. Die gab es auch schon im VX. Und die finde ich eigentlich sehr gut. Den Actor hier, also ich mag das Say-Set, finde ich okay. Passt gut zu so einem typischen Protagonisten. Und ja, aber jetzt. Waffen, jetzt haben wir schon natürlich die Waffen nehmen, die dann auch der Klasse Soldier zugeordnet sind. Aber dann auch nur die, aber darauf gehe ich jetzt gleich auch nochmal genauer ein. Waffen lassen wir jetzt erstmal keine. Denn wir wollen jetzt, dass er genau von Anfang an anfängt, ohne alles auf Level 1. Aber dafür muss er erstmal die Klasse wechseln. Und dafür gehen wir mal hier hin in die Klassen.
Hier haben wir auch schon Soldier. Hier haben wir die ganzen Klassen aufgelistet. Aber gucken wir uns jetzt zum Beispiel mal Soldier an. Hier ist mal der Name. Das ist, genau, das ist nämlich neu beim VX Ace, dass jetzt hier die EP und Wert und alles generiert werden. Das konnte man vorher bei den Ektors machen. Da war, glaube ich, hier zwischen noch ein bisschen Platz, da konnte man die ganzen Werte bestimmen. Nur, das haben die jetzt rausgenommen und die Klassen reingemacht. Ist jetzt eigentlich, finde ich jetzt, muss ich sagen, finde ich jetzt weder gut als auch schlecht eigentlich. Ich finde, das ist jetzt eine Veränderung, aber jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt was bringt, aber die verschlechtert jetzt aber auch nichts. Die macht es jetzt nicht schwieriger. Aber das ist ja selten, dass man zwei Klassen für dieselbe Figur nimmt. Das also würde ich jetzt finden. Aber ihr habt schon gerade gesehen, ich bin jetzt hier auf Exp-Kurve gegangen. Also das sind die Erfahrungspunkte, Experience Points. Und ich kann sich die eigene Kurve bestimmen. Hier sieht man nämlich, wie viele EP er braucht, um ein Level zu steigen. Also EP sind Erfahrungspunkte. Hier hat man auch nochmal so einen kleinen Graphen. Und man kann das hier natürlich auch verändern. Jetzt kann man nämlich auf die, jetzt achtet mal auf die Zahlen, wie sich das jetzt verändert, wenn ich jetzt zum Beispiel erhöhe. Dann braucht er ja umso mehr EP, so braucht er umso weniger. Ich mache es jetzt mal auf 28. Dann gibt es noch den Extra-Wert, der erhöht auch nochmal extra zusätzlich. Ich glaube, der entscheidet auch nochmal so zusätzlich, wie schnell das ansteigt, das Level. Sowas irgendwie, also und wie schnell es dann bis zum nächsten Level dauert. Machen wir mal. Ja, 19. Und das sind auch noch so eine Art Zusatzwerte. Die sind auch noch alle nötig, um den Abstand vom einen Level zum nächsten zu generieren. So viel er braucht halt. Ja, da sieht man nämlich, das steigt nämlich sehr drastisch. Und dafür haben die sogar zwei Leisten benutzt. Wenn man dann, damit man das dann auch immer gut ausgleichen kann wieder. Zum Beispiel die ist dann auch mehr für die Endwerte, sehe ich da auch. Da mache ich jetzt. Ja, so, ich lass mal, mach ich auch mal 32. Habe ich jetzt nochmal ziemlich leicht abweichen lassen. Und dann sieht man nämlich schon, der braucht 47, um auf Level 2 zu kommen. Man kann auch hier auf Total machen, da sieht man dann, wie viele EPR insgesamt haben muss. Also auf Level 3 wird er dann insgesamt mindestens 153 EP gehabt haben, bis es am Ende hier zu 2 Millionen geht. Oder halt diese, das ist einfach nur die Übersicht, wie viele EP er immer von einem Level bis zum nächsten braucht und da halt wie viele er dann insgesamt dann da haben wird. Okay, ich hoffe, ihr könnt mir auch folgen. Sonst hier, man sieht dann was Level und wie viele EP er dann bis zum nächsten dann benötigt. Ich hoffe, das war verständlich. Wie gesagt, wenn ich einfach. Warum kommt das eigentlich immer? Immer wenn ich Camtasia und RPG Maker anhab. Komisch. Also, wie gesagt, wenn was unverständlich ist, einfach fragen. Ja, und dann. Das war nur das Erste. Dann hat man hier noch die Parameter. Die sind eigentlich fast das Wichtigste. Denn hier kann man die ganzen Werte bestimmen. Okay, jetzt habe ich nur mal bei Soldier die gerade verändert. Aber wir werden ja eher eine andere Klasse benutzen. Genau, hier haben wir einmal die maximalen HP. Wie hoch die KP auf Level 1 sind. Oder hier in dem Fall HP. Dort kann man auch wieder eine Kurve generieren lassen. Da kann man dann den Startwert und den Endwert bestimmen und dann auch, wie schnell das bis dahin steigen soll. Zum Beispiel soll auf Level 99 dann 7319 KP haben. Und das entscheidet dann halt, wie schnell, also hier, das kann auch einstellen, wie schnell es dann, wie lange es dauert, bis er so viel erreicht hat, ob das langsam steigen soll oder schneller, dass es dann am Ende erst schneller steigt, solche Sachen. Man kann sich auch noch Schnelleinstellungen machen. A ist da die beste Klasse und dann E die niedrigste. Also ich kann es mal zum Beispiel auf E, da hat er weniger, auf A hat er deutlich mehr und C ist so der Standardwert. Man sieht doch, der wird auch immer zufällig generiert. Ich lasse jetzt mal auf B, so. War auch, glaube ich, ungefähr auf B. Und das ist eigentlich, das ist alles das Gleiche, das ist dann nur mal für die MP. Das sind dann so diese Mana-Punkte, denn man kann ja auch Skills benutzen. Und diese Skills, die kosten dann wiederum MP. Und die kann man dann pro Level dann auch erhöhen lassen. Ja, das ist dann das Gleiche, kann man auch wieder erhöhen lassen pro Level. Kann man ja auch wieder eine Kurve generieren lassen. Machen wir jetzt mal auf E wieder. War ja ziemlich niedrig. Das Gleiche nochmal für den Angriff. Für die Verteidigung. Das ist die. Wenn man jetzt aus Pokémon kennt man das als Spezialangriff. Das ist die, also Magieangriff. Man kann Skills auch noch in Magie und physisch unterscheiden.
Das ist dann der normale Angriff ist dann mehr so für das Physische. Und dann so, das ist dann so mehr für diese Magieattacken. Das ist die Magieverteidigung, wenn Gegner Magie einsetzen. Also halt die typische Verteidigung, wenn die physisch halt angreifen. Dann haben wir die Agilität, das ist die Geschwindigkeit. Denn wenn ein Gegner schneller ist als man selbst, dann darf er zuerst angreifen. Und wenn man selbst schneller ist, dann darf man selbst schneller angreifen. Kann man natürlich dann auch noch variieren lassen. Und der Glückwert ist auch nochmal interessant. Der erhöht die Chance darauf, dass, ja, allgemein, wie er schon sagt, auf Glück. So, ob man dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Volltreffer gelandet wird oder dass Angriffe nicht so schnell daneben gehen oder dass man öfter mal einen Angriff ausweicht. Oder, ich weiß jetzt nicht noch, ob das wirklich stimmt, aber ich meine auch, das bestimmt auch, wenn ein Gegner ein Item droppt, das erhöht dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das Item auch bekommt. Nur da seid euch da nicht ganz so sicher, das muss ich selbst nochmal nachgucken. Okay, also das waren die Werte. Habe ich jetzt zwar ein bisschen schnell durchgezogen, ich hoffe, ihr könnt mir aber trotzdem folgen. Ich gucke da mal kurz, wie lange haben wir überhaupt schon? Ach, 16 Minuten. Okay, dann kann ich noch die Klassen zu Ende erklären. Genau, und hier haben wir schon Parameter. Ich mache kurz einen Doppelklick. Hier sind schon mehrere Sachen, das zum Beispiel. Da muss man dann jetzt gucken, was TGR heißt, und zwar Target Rate. Das ist dann die. Da muss ich ja mal kurz gucken. Wie gesagt, also hier weiß ich auch nicht alles auswendig. Da muss man auch. Man ist auch nicht einfach, das alles auswendig zu können, vor allem weil ich die auch ziemlich selten benutze, diese Features. Obwohl man ziemlich abhängig von denen ist. Zum Beispiel, das ist jetzt die Zielrate. Ich meine, das ist die Wahrscheinlichkeit, wie. Ja, so wie er einen Gegner treffen kann. Obwohl, das ist jetzt zum Beispiel Hit, das heißt, er trifft zu so 95% immer. Jetzt da, ich glaube, das, oder ich glaube, das ist die. Da muss ich echt nochmal nachgucken. Tut mir leid. Ich werde das vielleicht. Ja, ich werde wohl eine Anmerkung hier reinmachen und dann nochmal genau erklären. Oder in die Video. Oder ich erkläre es nochmal genau in der Videobeschreibung. Das ist die Hitrate. Die hat man dann auch hier unter Ex-Parameter. Das ist die Chance, wie oft, ja, wie er trifft. Das heißt, er hat eine 95-prozentige Chance, dass er einen Angriff auch trifft. Also von dem Soldier. Dann die Eva, das ist die Ausweichrate. Die ist dann 5%. Das heißt, es besteht immer eine 5-prozentige Chance, dass der Gegner ihn nicht trifft. Dann die Chance auf einen Volltreffer, also auf einen Critical Hit. Der ist dann ungefähr doppelt so stark oder meistens manchmal sogar dreimal. Der ist dann viel stärker. Da ist die Chance 4%, dass das eintrifft. Das heißt, 95%, dass überhaupt, dass er trifft. Und dann davon 4%. Dabei können aber dann einen Volltreffer bewirken. Dann gibt es noch den Skill-Typ. Der ist jetzt hier auch Special. Hier gibt es nämlich einmal Special und Magic. Magic, das braucht nämlich TP. Und die bekommt man dadurch, wenn man Selbstangriffe macht oder auch Schaden nimmt. Da erhöht sich dann diese Leiste. Ich finde diese TP unnötig, ich weiß es nicht. Also, ist meine Meinung. Ich habe hier auch mal aus meinem Spiel rausgebaut. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich finde das irgendwie ein bisschen lame. Da kann man sich dann. Na gut, da wird das Verteidigen natürlich wieder ein bisschen mehr Sinn machen. Aber ich finde das klassisch mit diesen Skillpunkten einfach besser. Kann man natürlich machen. Und genau, dafür ist halt Special. Magic ist halt das mit diesen TP, was ich meine. Und Special ist halt ganz normal mit den MP, dass man dann MP bezahlt, um eine Attacke auszuführen. Und dann haben wir noch den Equip-Weapon, das heißt Axt. Ja, Axt ist auch die Klasse der Waffen. Also man kann auch bestimmte Klassen bestimmen für die Waffen. Also da hat wirklich fast alles eine Unterklasse oder eine Überklasse. Und das kann man dann mal so damit verknüpfen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, weil ich noch nicht alles sagen kann dazu, weil wir dann dafür erstmal die Waffen besprechen müssen und das alles. Aber wie gesagt, das kommt dann auch, wenn. Also Database. Ist eh so ein kleines Thema an sich. Ich glaube, wir werden auch bestimmt drei, vier Parts brauchen, bis wir das alles besprochen haben. Die Teilsets haben wir ja schon, aber den Rest ja noch nicht. Dann hat er hier. Genau, und hier sind dann auch schon die Standardwaffen schon hinzugefügt worden, die er tragen kann. Und genau die gleichen hat er, glaube ich, auch hier gehabt. Also allgemein, das sind jetzt welche, die einfach dann dazugehören sollen, die man jetzt nicht zu der Klasse Axt gehören, aber die, wo der Ersteller jetzt dann halt will, also wir jetzt dann praktisch, dass er dann trotzdem diese Schilde oder Waffen tragen kann. Denn das muss ihm erstmal zugeordnet werden, damit er die Waffe auch tragen kann überhaupt.
Das ist natürlich doof zu erklären. Das werden wir. Ich habe ja auch gesagt, Database ist jetzt ein sehr trockenes Thema, weil wir jetzt nicht wirklich was ausprobieren können und sowas. Aber wenn wir mit der Database fertig sind, dann können wir dafür, da können wir aber ganz viel dafür machen. Da können wir endlich Kämpfe erstellen, dann können wir ja, dann können wir Ausrüstungsmöglichkeiten machen. Dann würden wir den Shop auch endlich mal richtig einbauen. Man kann natürlich auch einen Laden erstellen. Genau, dann, das sind dann einfach nur die Waffen, die er dann ausrüsten kann. Das hier sind die Skills, die er erlernen kann und dann auch auf Level, welchen Level er die erlernen kann. Das sind wieder Notizen einfach. Zum Beispiel sage ich mal, dass er auf Level Z8 jetzt hier Body Slam erlernen. Dann würde es dann halt auf Level 8 erlernen. Dann kommt, glaube ich, so, ich meine sogar, dann kommt auch eine Nachricht, er hat das und das erlernt. Weiß ich jetzt nur gerade nicht so genau. Aber auf jeden Fall, dann hat er diese Attacken dann auf dem entsprechenden Level auch. Und die Attacken, die werden hier erstellt, da kommen wir erst im nächsten Part zu. Und erschreckt euch nicht, dass hier so viel ist. Keine Angst, das ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Und jetzt machen wir eine neue Klasse für Gray. Die Klasse nennen wir jetzt einfach mal. Nennen wir die, ich nenne die jetzt einfach mal. Ah, ich nehme es einfach mal Schwertkämpfer. Auch wenn er kein direkter Schwertkämpfer ist, aber es ist ja nur die Figur und der Name an mein Spiel angelehnt, ist nicht seine ganzen Sachen halt. Denn in Wirklichkeit, so ist er nämlich. Ich habe mir noch keinen richtigen Namen für ausgedacht. Er kann zwar mit dem Schwert umgehen, aber eigentlich ist seine Hauptwaffe die Macht des Lichts. Aber ist jetzt auch Nebensache. Jetzt machen wir auch eine kleine Kurve. Ich mache jetzt mal 32. Ich lasse immer nur ganz leicht abweichen. Aber ganz leicht nur. Machen wir mal 27 und 35. Genau, dann braucht er schon mal schön viele EP. Bis er auch ein Level steigt. Dann die HP. Da habe ich jetzt echt. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit jetzt da für jeden mal einen Wert ausdenken und das überprüfen lassen. Und sowas, wir machen direkt jetzt einfach hier mit Quick Setting. Wir können, also, das ist das Gleiche, als wenn man jetzt hier die sich selbst bestimmen will. Wenn man jetzt wirklich unbedingt einen Maximalwert haben will, wenn man will, dass er auf dem letzten Level, sag ich jetzt mal, genau 5000 KP hat, dann lohnt sich das natürlich. Aber sonst reichen die Quick Settings eigentlich vollkommen. Oder wenn man das echt auf eine bestimmte Strategie aufbaut, dass er wirklich genau diesen HP-Wert braucht. Aber das ist auch nur ein Beispiel, ich nehme jetzt die Quick Settings. Ich mache jetzt mal völlig random jetzt auf B. Weil er auch mit Magie viel zu tun hat, machen wir auch mal auf, lassen wir mal auf B. Angriff soll er ein klein bisschen weniger haben, sagen wir mal, ja, oder standardmäßig C. Verteidigung soll er auch Standard haben, machen wir auch C. Das machen wir zum Beispiel mal auf B. Die Verteidigung, oh, machen wir mal auf D, der ist offensiv. Die Schnelligkeit können wir auf C, dann machen wir auf C wieder. Und das Glück, das mache ich lieber ein bisschen niedriger. Mache ich jetzt mal auf D. Ja. Ja, man kann das sogar mehrmals. War einfach so. Okay, dann haben wir auch schon die Werte. Und jetzt machen wir aber folgendes, wir. Da müssen das. Da werden wir auch noch was verändern später. Auch hier, das werden wir. Die beiden Sachen hier, die werden wir beim nächsten Mal in Anspruch nehmen. Allerdings werden wir nun erstmal hier auf Apply, das ist auch mal wichtig, wenn mal was abstürzen sollte oder irgendwas. Oder falls ihr versehentlich mal auf Cancel drückt, das ist mir auch schon mal passiert. Habe ich mich schon leicht drüber aufgeregt. Da habe ich was erstellt und habe ich versehentlich auf Cancel gedrückt, weil ich eigentlich auch, ich wollte eigentlich auf OK drücken. Und deswegen ist das Apply, das ist dann mal so eine Art Zwischenspeicher. Genau, und jetzt können wir die Klasse Schwertkämpfer ihm hinzufügen. Ups, ich meine natürlich dem Gray fügen wir den zu. Und genau, jetzt kann er nämlich auch die gleichen Sachen erlernen, weil er auch die Klasse Axe hat. Allerdings ändern wir es jetzt mal. Ich habe es mal auf Entfernen gedrückt, um das wegzumachen. Jetzt hat er nämlich gar nichts mehr. Außer, okay, außer Head. Head und Body, aber zum Beispiel jetzt Waffen hat er nicht mehr. Weil wir das mit der Axt weggemacht haben. Genau, jetzt die Armors, die hat er trotzdem noch. Wenn wir die jetzt auch wegmachen, dann dürfte das eigentlich, glaube ich, nur noch die Sachen erlernen können, die so freigegeben sind. Für alles aber wurde nicht.
Obwohl ja eigentlich alles nach Klasse zugeteilt. Deswegen kann er zum Beispiel gar keine Ausrüstung tragen. Macht aber nichts, weil wir nämlich beim nächsten Mal eigene Ausrüstungsgegenstände und Items erstellen werden. Obwohl allerdings nicht beim übernächsten Mal vermutlich. Weil beim nächsten Mal geht es dann darum, dass wir Skills für Gray suchen und die uns dann auch erstellen. Und ja, es sieht kompliziert aus. Aber ich versichere euch, es ist nicht wirklich, es ist leicht zu verstehen. Es sind zwar viele Sachen hier auszufüllen, aber die sind eigentlich ziemlich leicht erklärt. Also macht euch keine Sorgen. Also, wie gesagt, dann werden wir in den nächsten Parts wohl ein, zwei Skills erstellen. Und mal gucken, wie viel wir da schaffen. Dann werden wir wohl auch Items erstellen. Weiß nicht, ob ich das auch noch im nächsten Part mache. Vielleicht spätestens im übernächsten. Und ja, und wenn wir dann auch die Armors fertig haben, überhaupt dann die Eigenschaften für die Klasse, dann geht es endlich mit den Gegnern los, mit den Kämpfen. Das ist ja eigentlich dann schon auch ein interessanteres Thema wird. Weil man dann nämlich auch die Klasse dann ausprobieren kann, die Ausrüstungsgegenstände und die Skills, die kann man dann nämlich dann gegen die Gegner testen. Ob die dann nicht so overpowered sind oder zu underpowered. Aber das kommt dann alles mit den nächsten Parts. Ich hoffe, dass, ja, dass spätestens im übernächsten Part diese Database abgeschlossen ist. Weil ich dann noch auf der Map noch ein paar Sachen machen will, dann würden wir noch erweitert noch Events machen. Wir würden eine Cutscene erstellen. Wir würden Kämpfe einbauen. Alles Mögliche. Wir würden vielleicht sogar ein kleines Dorf errichten. Ja, das, wie gesagt, das kommt noch alles. Also, mal gucken, wie lange habe ich jetzt aufgenommen. Oh, schon wieder 26 Minuten, mal fast wieder die halbe Stunde um. Ist mal viel zu lang. Allerdings finde ich, man sollte sich die Zeit auch nehmen, das auch richtig erklären zu können. Es gibt auch viele Tutoren, die erklären, wo ich das dann auch natürlich gut verstehe, die erklären das dann auch gut, haben dann auch in einer Viertelstunde ihren Part fertig. Aber wo ich dann doch manchmal das Gefühl habe, so, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen könnte. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich einfach längere Parts. Wo, na gut, dann müsst ihr euch dann leider auch mal die Zeit dafür nehmen, euch den anzugucken. Dazu kommt, weil ich ja immer in 1080p hochlade und ich, muss man dann, ist das jetzt natürlich doof für Leute, die eine schlechtere Internetleitung haben oder jetzt keinen großen Monitor haben. Weil sich jetzt das zum Beispiel auf dem Handy anguckt, habe ich mal ausprobiert, das kann man ganz vergessen, da sieht man ja gar nichts drauf. Also wenn ich jetzt hier mein Windows-Fenster anzeige. Deswegen werde ich das wohl auch, wenn ich das hier render, werde ich wohl das Database-Fenster auch ein bisschen ranzoomen. Weil, so, ja, überhaupt sonst habe ich dann echt empfehlen, dann wartet man lieber ein bisschen, bis das Video richtig gebuffert hat, damit man sich das auch in 1080p angucken kann. Weil in 720p sieht man nicht wirklich viel. Oh, und natürlich auch Fullscreen, weil sonst erkennt man da einfach nicht viel. Und so 480p, da erkennt man gar nicht mehr die Schriften und das alles. Deswegen empfehle ich da, auch wollte ich mit langsamerer Leitung einfach dann ein bisschen warten. Denn ja, Quali lohnt sich halt. Dann sage ich in dem Zusammenhang, dann viel Spaß und viel Glück noch beim Makern mit den Klassen erstellen. Wie gesagt, ist das nicht wirklich interessant, aber es wird noch interessant. Wir bauen nur schon auf das nächste auf. Und dann sehen wir uns also im nächsten Tutorial. Wann es kommt, kann ich noch nicht sagen. Jetzt, das hier kam jetzt auch nicht regelmäßig. Aber die kommen jetzt auch wieder ein bisschen unregelmäßiger. Jetzt fängt auch wieder Schule an. Alles muss ich mir halt wieder ein bisschen mehr Zeit für nehmen, weil ich auch keinen Vorrat mehr habe zum Aufnehmen. Eigentlich nehme ich ja meinen Vorrat auf, nur ich habe im Moment nicht mehr viel im Vorrat. Aber das wird schon. Und ja, dann sage ich halt bis zum nächsten Video und ja, bis dann, ne? Ciao.